Menschen mit Nagerphobie müssen 2020 ganz stark sein oder sich eines Besseren belehren lassen. Denn auf das Jahr des Schweins folgt das Jahr der Ratte. Und das ist laut Astrologie-Experten mit wunderbaren Aussichten verbunden. Ein Jahr des Neuanfangs, des Erfolgs, der Liebe und des Geldes. Denn die Ratte, die uns 2020 beglückt, ist eine ganz besondere. Sie steht im Zeichen des Elements Metall. The metal rat, the metal element. Die Eigenschaften des Metalls sind Schärfe und Klarheit und die Fähigkeit, das Richtige zu tun. And doing the right thing. Die Ratte wird in der chinesischen Astrologie als Liebesgeschöpf bezeichnet. Im Jahr der Ratte kann es also sein, dass Liebe in der Luft liegen wird. Viel Romantik. Die Ratte kann aber auch einige Sexskandale bringen. Grund genug, einen etwas wohlwollenderen Blick auf das oft geschmähte Tier zu werfen. Die US-amerikanische Bestsellerautorin Marty Leimbach zum Beispiel ist überzeugte Rattennärrin und Züchterin und wirbt für ein besseres Ansehen der Nager. Es sind sehr kleine Haustiere, die nicht viel Platz brauchen, aber wirklich klug sind. Sie sind eigentlich so schlau wie Hunde und man kann sie trainieren. Sie sind sehr anhänglich. Jedes einzelne von ihnen ist anders. In diesem Haus habe ich gerade 27 Ratten. Nein, falsch. Ich habe 27 Babys und 9 Erwachsene. Mit so viel Liebe kann das Jahr nur gut beginnen. Ob 2020 tatsächlich Erneuerung und Ausgleich beschert, womöglich gar auf politischer Ebene, muss ich zeigen. Wenn nicht, liegen alle Hoffnungen auf 2021, dem Jahr des Büffels, was auch immer das bedeuten mag.